Herzlich willkommen zu meinem Video mit Alphabet ABC-Listen. Schaffst du kreatives Brainstorming mit System? Ich zeige dir eine Methode des Lernens, die selber schon mit vielen ausprobiert habe, kreatives Brainstorming möglich macht und vor allem natürlich funktioniert. Ja, woran denke ich, wenn ich an etwas Bestimmtes sehe, ich mir vorstelle, es entstehen sogenannte Assoziationen, Verbindungen. Und jemand, der sich schon damit beschäftigt hat, im Mittelalter war der Raimundus Lullus. Da finden wir schon erste Ansätze, sich mit solchen Assoziationen zu beschäftigen, nämlich mit Alphabetlisten. Und bekannt und weiterentwickelt wurde das in Form von ABC-Listen dann von der Lerntrainerin und Motivatorin Vera F. Birkenbiel. Bei ABC-Listen geht es darum, hirngerechtes Wissen zu speichern. Und hirngerechtes Wissen wird ja in Form von Neuronen gespeichert, beziehungsweise Verknüpfungen zwischen diesen Neuronen. Und die gilt es dann zu verstärken. Ich habe hier ein Alphabet mit diversen Schriftzeichen darin enthalten. Und wenn ich mir dann ein Zweier anschaue, werde ich vielleicht mal etwas anderes assoziieren, Gefühle vielleicht assoziieren mit einem Zweier, als mit einem Fünfer, der ja vielleicht auch als Note für nicht genügend steht. Das heißt, man kann natürlich zu einzelnen Buchstaben einzelne Assoziationen herstellen. Und bei der ABC-Liste geht es darum, dass ich zu einzelnen Buchstaben Wörter assoziiere. Wenn ich hier vom L ausgehe, kann ich mir hier zum Beispiel den Begriff Love, Liebe vorstellen. Und zur Liebe natürlich könnte ich dann wiederum einzelne Begriffe dann weiter mir vorstellen. Das sind diese Assoziationsketten, diese Verknüpfungen, mit denen man dann sehr fruchtbar, sehr ergiebig da lernen kann. Wenn man von einem Buchstaben zu Wörtern kommt, von einem Wort dann zum nächsten Wort kommt. Mit manchen Wörtern haben wir schon von klein auf bestimmte Verbindungen. Ja, A wie Alligator zum Beispiel, B wie Bär. Dann haben wir hier ein englisches Alphabet Bedeutung, C für Cat zum Beispiel. Und diese schon trainierte Verknüpfen von Verbindungen, von Buchstaben zu Wörtern, wollen wir hier natürlich ausnutzen. Wie gehe ich jetzt davor beim Erstellen seiner ABC-Liste? Ja, ich suche mal ein Thema aus, das ich da bearbeiten möchte mit der ABC-Liste. Ich arbeite hier zum Thema Österreich und habe hier auf der rechten Seite den Wikipedia-Artikel zu Österreich zum Beispiel gesucht. Also wenn ich eine ABC-Liste zum Thema Österreich machen möchte oder mir dieses Thema anschauen möchte, kann ich eine ABC-Liste machen. Und auf der linken Seite trägt man dann hier in dieser Spalte hier alle Buchstaben des Alphabets einmal ein. Ich gehe dann rauf, runter dann mit meinen Augen, vergleiche dann hier diesen Artikel und sehe dann hier zum Beispiel Vorarlberg und könnte dann unter V zum Beispiel dann, wenn ich es mir dann finde, könnte ich hier zum Beispiel einen Vorarlberg eintragen. Ich habe etwas anderes eingetragen, Verkehr. Ich könnte aber auch zum Beispiel dann den Großglockner dann mir eintragen, wenn ich den dann hier finde und könnte mir dann, dann die nächsten Buchstaben suchen. Es geht also nicht darum, dass ich von A bis Z das der Reihe nach mache, sondern das, was mir einfällt, wo ich meine, das könnte jetzt wichtig sein bei meinem Thema, trage ich das dann hier ein. Als nächstes trage ich mir dann auch eine kurze Erklärung dann zu dem Begriff ein. Wenn ich hier beim Großglockner bleibe, könnte ich hier zum Beispiel eintragen dann höchster Berg in Österreich. Und durch das Wiederholen dieser ganzen Punkte dann, das heißt, ich gehe dann rauf und runter, schaue in meinem Text nach, werde ich dann diese ABC-Liste immer mehr vervollständigen. Diese ABC-Liste werde ich vielleicht nicht zur Gänze dann, wie ich es hier nach längerer Bemühen geschafft habe, dann zu allen Buchstaben etwas finden. Also X, Y ist manchmal sehr schwer möglich und kann dementsprechend dann auch nicht immer alle Buchstaben ausfüllen. Aber wenn ich dann so die meisten Buchstaben ausgefüllt habe, dann bin ich im Prinzip schon beinahe meinem Ziel, denn das Ziel habe ich eigentlich dann erreicht, wenn ich diese ABC-Liste dann immer wieder zur Hand nehme, sie immer wieder anschaue und dann vielleicht auch vervollständige oder sie vielleicht neu mache und dann ohne Zuhilfenahme eines Textes dann meine ABC-Liste anfertigen kann. Und solche ABC-Listen eignen sich natürlich dann hervorragend, Wissen einmal zusammenzufassen und dann, wenn man es dann ohne Unterlagen macht, sich dann auch selber mal die Frage zu stellen, was weiß ich denn eigentlich noch zum Thema? Wie viele Begriffe finde ich denn dann eigentlich? Und welche Erklärungen weiß ich denn dann eigentlich noch zu diesen Begriffen? Eine besondere Variante wäre dann, wenn ich jetzt hergehen würde und ich würde dann zum Beispiel hier diesen rechten Bereich mit den Erklärungen dann hier abdecken, würde dann also nicht mehr wissen zum Beispiel, was hier bei Klima stehen würde und würde mich da fragen, was war das jetzt? Stimmt das überein mit dem, was ich hier zum Beispiel als kurze Erklärung hier dann angefügt habe? Ja, soweit sind wir das jetzt schon im Video. Ich möchte dann auch zum Schluss einen Hinweis geben, dass ich hier in den Videobeschreibung noch einen Link zu einem Video geben möchte, wo ich dir dann erkläre, mit einer Textverarbeitung dann so eine Alphabet-ABC-Liste dann erstellen kannst. Gut, ich freue mich dann schon auf ein Wiedersehen bei einem nächsten Video, wo es zum Thema dann gehen wird, Alphabet-Kategorien-Tabelle.